habe immer Fußball gespielt. Mit 6 Jahren angefangen, bis 18. Ja. Immer Fußball gespielt. Ja. Ich hatte eine Zerre im Fuß, also die Bänder gerissen im Fuß. Und dann das ist nie richtig retour gegangen, das Ganze. Und nach der Zug wie abgefahren und ich hatte die Lust verloren. Und dann habe ich einfach zwei Tage auf den anderen aufgehört mit dem Ganzen. Es war eben so, ich habe fünfmal in der Woche trainiert und ich konnte essen wie ein Weltmeister. Und dann ist das Training von einem Tag auf den anderen weggeht und die Essgewohnheit ist eben geblieben. Und dann ist das relativ schnell in die Höhe gegangen mit dem Gewicht. Ich habe das eigentlich nie so genau verfolgt. Es ist einfach recht darauf gegangen. Aber irgendwie wollte man es wie nicht wahrhaben. Man hat einfach geschaut, was passiert. Und ja. Aber ich bin nie auf die Waage gestanden und so. Man hat es einfach optisch gesehen. Ein paar Mal probiert, so mit Diäten und Metabolik und so Sachen, ist am Anfang relativ gut gegangen. Das Gewicht ist zum Teil recht runtergegangen, aber man hat halt immer dranbleiben und kaum ist wieder ein Fest oder so gewesen. Dann hat man wieder am nächsten Tag, ist wieder upsie gegangen. Halt der Jojo-Effekt da, ja. Und da hat man auch wieder die Luft verloren. Ja, Einschränkungen muss ich sagen, habe ich eigentlich. Ja, es war anders zum Arbeiten, aber es ist eben immer noch gleich gut gegangen irgendwie. Man hat sich einfach schneller Mühe gefühlt. Aber eingeschränkt in der Bewegung bin ich eigentlich nicht unbedingt gewesen. Es war eigentlich nur erstaunlich gewesen. Aber vielleicht hat das auch mit dem Alter zu tun, oder? Ich habe es jetzt nicht so schlimm empfunden. Man hat nach der Operation hat man schon wieder den Unterschied gemerkt, dass es relativ leicht geht. Oder viel ringer geht als vorher. Aber zu dem Zeitpunkt mit dem Übergewicht ist es eigentlich immer noch gut gegangen. Ich wollte einfach, bevor irgendwelche Probleme anfangen, gelenkmässig und so, habe ich gedacht, muss ich etwas machen. Ja. Ich bin Bauwerktrainer. Beton schneiden und so Sachen. Ja. Körperlich anspruchsvoller Job. Ja. Das war eigentlich das einzige Problem, das ich hatte. Ja. Ich habe früher immer gerne Kleider gekauft und auch immer alles anlegen und so. Und dort, das war auch so ein Hauptgrund, wieso ich mich entschieden habe dafür. Weil irgendwann ist es einfach nur noch in speziellen Läden spezielle Kleider bekommen. Du konntest nicht mehr normal in den Laden reinlaufen und das gefällt mir, das wollte ich. Das ist einfach nicht mehr gegangen. Also meine Spitzenzeit war ich 169 Kilo. Und ja, es war schon speziell. Ja. Aber man hat halt gelebt. Es ist genau gleich gegangen irgendwie. Ja. Also ich habe zwei Kollegen von mir. Der eine ist dazu mal 2 Jahre vorher die Operation gemacht und der andere ein Jahr vorher. Und dann haben die eigentlich etwa ein Jahr lang auf mich eingeredet und so. Ich soll doch das auch machen, das wär nicht verkehrt. Und ich war halt immer ein bisschen skeptisch gewesen und so, weil der Körper reagiert halt immer anders. Beim einen so, beim anderen anders. Ob das bei mir auch so gut einschlägt. Und da haben wir wirklich etwa ein Jahr lang noch Zeit gelassen und für mich einfach Gedanken gemacht, bis ich mich nachher entschieden habe, um das auch zu machen. Es war eigentlich ziemlich interessant. Ich bin da den ersten Tag da eingeladen worden. Und danach hat man da Frau Dr. Hübenthal die verschiedenen Operationsarten und so erwähnt. Und Vor- und Nachteile erklärt. Und dann auch für mich persönlich empfohlen, was für mich das Beste könnte sein. Und eigentlich alles detailliert sind wir über die Bücher gegangen und so. Ich bin nachher heimgegangen mit einem rechten Wissen über das Ganze. Beim Herrn Franzi hat man den sogenannten Gastric-Sleeve durchgeführt oder umgangssprachlich auch den Magenschlauch. Wir haben eigentlich so ein bisschen 2 Haupttechniken zur Auswahl, die ich sage, wo wir mit dem Patienten besprechen: den Magen-Bypass oder den Magenschlauch.
Und eben beim Magenschlauch macht man eigentlich aus dem Magen, der ein grosser Sack ist in der Regel, macht man einen Schlauch. Das heisst, es ist eine alleinige Verkleinerung des Magens. Also anstelle von einem Sack hat man dann ein Schläuchli. Und deswegen kommt auch der Begriff Gastric Sleeve oder Magenschlauch. Es war ein spezielles Gefühl, weil man vorher immer das Bedürfnis hatte, das der Magen gerissen hat. Man hat immer gewusst, jetzt braucht er etwas. Oder? Und das hat man ab dem Moment nach der Operation einfach nicht mehr gehabt. Man hat sich eigentlich immer das. Am Anfang war es nur eine Suppe. Hat man sich immer so dran angetastet, weil man hat gemerkt, so nach einem, zwei Löffeln hat man schon gemerkt, wie so ein Sättigungsgefühl da ist. Das sind halt alles so Sachen, die man vorher nicht gekannt hat. Oder? Man war eigentlich mega schnell glücklich, was die Stillung vom Magen anbelangt. Ja, halt etwas Neues, was man nicht kennt von vorhin. Also eine gewisse Zeit war ja vorgegeben vom Kostenaufbau, den das Spital mitgegeben hat für die Heime. Und das hat man durchgezogen dann. Und dann irgendwann hat man dann auch anderes Zeug essen. Und dort hat man dann halt immer anderes Zeug noch probiert. Ich habe jetzt zum Glück gehabt, ich habe mit nichts Mühe gehabt zum Essen. Es gibt gewisse, die auf das eine oder andere anders reagieren. Bei mir ist es zum Glück wirklich gut gegangen. Ich habe kein Problem mit nichts. Und ja, es ist speziell, weil beim einen geht es etwas schneller, bis man voll war. Wenn man zum Beispiel Sachen wie Teigwaren zum Beispiel, dann merkt man relativ schnell, wie satt man wieder ist. Es ist je nachdem, was für Esswaren noch sind, geht es einfach länger oder ein bisschen weniger lang, ja, bis man das Sättigungsgefühl wieder hat. Heute geht es mir super, ja. Ich würde es wieder machen, wenn ich zurückdrehen müsste. Und nicht mehr so lange überlegen. Ja, heute hat es sich ein bisschen eingependelt. Ich bin so zwischen 87 und 89,5 Kilo umeinander, immer dort in diesem Bereich. Ja, allgemein Lebensfreude. Ich kann irgendwie viel mehr Sachen machen. Man hat mehr Motivation für gewisse Sachen. Es ist schon vieles einfacher geworden wieder. Auch Sportaktivitäten. Ich habe halt immer gerne Sport gemacht. Mit dem Gewicht ist halt vieles nicht mehr gegangen, oder? Oder gegangen schon, aber nicht optimal gewesen. Und jetzt kann man wieder einfach alles machen, was man Lust hat.